So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Minecraft in plötzlich ganz altbekannten, für mich zumindest und vielleicht für den einen oder anderen, Gefilden, wo ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet hätte, dass wir heute nochmal hier stehen. Hab ganz kurz sogar innegehalten und überlegt, ob ich die Fahrt einfach überspringe jetzt, aber komm, es sind so viele neue Zuschauer dazugekommen, die sollen das auch mal sehen, was ich hier in der Zwischenzeit so alles gebastelt habe. Let's go, wir fahren von unserem Neuland rüber zu unserer Zwischenstation. Huch. Es ist immer noch sehr rapide am Ruckeln hier, weil wie gesagt, der hat ja echt Probleme, die Chunks zu laden. Ich habe halt keinen High-End-Gaming-PC. Ist aber auch nicht schlimm. Mein Gott. Ja, da drüben. Irgendwann haben wir das mal entdeckt und haben uns dann entschieden, da drüben werden wir öfter sein. Und deswegen habe ich das einfach mal abgekürzt, indem ich hier so einen Lorenpfad gebastelt habe. Ach so, ja genau. Okay. Ja, da müsste ich jetzt wahrscheinlich mal aussteigen. Ich hatte ja hier noch so einen ganz kleinen Zwischenbahnhof gebaut. So, weil hier nämlich tatsächlich auch direkt noch ein Unterwassertempel war. Ja, und dann geht's hier rüber. Und dann sind wir wieder in Gefilden, die Zuschauer so der letzten, na sagen wir mal, 30 Folgen. Ja, hier liegt immer noch Cobblestone, den ich damals abgeworfen habe. Der despawnt ja dann nicht, wenn wir nicht in einem Chunk drin sind. Da liegt ganz viel. Haben wir immer mal so rausgehauen hier aus der Lore. So. Ja. Wie gesagt, die letzten 20, 30 Folgen sind wir zumindest da, wo wir jetzt gleich sein werden, schon mal gewesen. Ja, und wenn wir da jetzt rüberfahren würden, noch viel weiter übers Meer, dann würden wir irgendwann rüber zur Schildkröteninsel kommen und zu den Azaleen und zu den üppigen Höhlen, wo wir zuletzt mal so drin waren. Hier nämlich, das ist die... Jetzt muss ich mir überlegen, genau. Haha, da geht die Sonne auf, also ist das die Westküste. Junge. Eben nicht, es ist die Ostküste. Ja, je nochmal. Osten geht die Sonne auf. So, muss nochmal abspringen hier, weil sonst treibt es mir die wieder zurück. Das ist jetzt auch, wie gesagt, nur die Alternativlore, weil ich habe hier immer, ich komme immer von meinem Haupthaus da irgendwo rüber geschossen, da hinten irgendwo, wo das Licht am Ende des Tunnels ist, was eigentlich gar kein Licht ist, sondern nur das Ende meiner Sichtweite. Komme ich hier rüber, geknuspert, steigt dann um, fahre mit der Lore darüber, steigt dann dort um und fahre mit der Lore bis dahin, wo wir gestartet sind. So, hier habe ich nämlich ein schönes Zwischenlager, wo vielleicht sogar noch ein paar Sachen drin sind. Wir könnten die hier drin lassen, wir könnten aber auch noch ein paar mitnehmen. Gerade Antriebsschienen, diese Dinger hier brauche ich ja ehrlicherweise so gar nicht eigentlich. Habe ich einfach mal immer hier so zurückgelassen. Ehrlicherweise sogar noch einen 64er Kobbel mit da lassen. Und lieber noch einen 64er Schienen mitnehmen, die wir dann bei uns einquartieren können. Das war immer so, das ist so ein kleines Basislager hier. So, die gibt es ja inzwischen auch schon 3-4 Mal in meiner Welt so. Damit wir nicht immer alles so rumschleppen müssen. Zumal wir halt hier auch Höhlen haben. Eine davon, hier ist noch eine davon. Die hatten wir überwiegend schon abgegrast. Wir sind hier einfach mal rumgestüsselt, sind da hinten mal so rum, haben mal so geguckt, was es hier noch gibt, sind da auch mal in dieses üppige oder sage ich mal besser gesagt in dieses zerklüftete rein, waren hier immer mal wieder und hatten letztens, wo wir hier waren, wir sind natürlich nicht in einem Chunk geblieben, deswegen ist auch der Zuckerrohr hier nicht gewachsen.
Das wird wahrscheinlich noch ewig dauern, weil wir ja wirklich nicht oft sind. Wie gesagt, für die neuen Zuschauer und auch im Let's Show habe ich es ja nicht gezeigt. Gehört einfach dazu. Ist ein Stück Geschichte und wir werden hier sicherlich ab und zu mal sein, aber nicht so oft. Und im Let's Show habe ich es einfach nicht gezeigt, weil der Weg nach Hause jetzt doch ein etwas längerer ist. So, ich gucke mal ganz kurz, was mir hier noch geschickt wurde. Ist ja verrückt. Okay. Ja. Nee, ich wusste gerade tatsächlich. Mein lieber Freund Davido hatte mir gerade geschickt, dass es mittlerweile einen Internetartikel über diesen kürzlich über meinen Kanal hereingebrochenen Hype geht. Muss ich mir da mal in Ruhe durchlesen. Hat mich gerade ein bisschen überrascht. Naja. Übertreibt's nicht, Leute. Es ist schön, so wie es ist. Wenn es noch ein bisschen weiter wächst, okay, aber es soll hier kein Theater geben. Irgendwann mache ich dich auch mal kaputt, ey. Jedes Mal, wenn ich hier langfahre, gebe ich dem Schwein da eins auf den Arsch. So, und dann sind wir nämlich wieder hier. Das ist das, was ich meinte. Es ist schon ein guter Weg. Es gibt aber auch Wege, die weitaus weiter gehen. Gerade wenn wir jetzt stur in diese Richtung fahren würden, da hinten am NPC da vorbei. Ja, wie gesagt, sind erstmal wieder zu Hause. Können jetzt natürlich uns erstmal auf den Sachen, die wir hier so gefunden haben, ausruhen. Es ist ja jetzt überwiegend, wie gesagt, naja, es war Kohle und Eisen und es sind hier relativ viele Blumen. Wobei ich diese Tulpen echt gerne hier irgendwo integrieren würde. Und damit meine ich nicht in diesem Oldschool-Gewächshaus hier, was viele im Let's Show gefeiert haben. Nö, ich würde die tatsächlich sogar vor unser Haus irgendwo setzen. Die finde ich ja richtig geil. So, Schienen haben wir ja gar nicht so wenig. Ist ja toll. Da kann die Lore jetzt auch noch mit hier dazu. Da haben wir eben eine mehr. Egal. Ne, ich muss dann in der Aufnahmepause, muss ich mir erstmal in Ruhe durchlesen, was der hier mir geschickt hat und sowieso mal eine rauchen. Ich ziehe erstmal ganz kurz nach oben, weil wir da jetzt doch noch versehentlich hier sowas wie Andesit mitgenommen haben und auch Diorit. Der Rest ist eigentlich, na, Feuerstein. Quatsch. Kohle wahrscheinlich. Hier Feuerstein. Der Rest ist eigentlich alles unten. Ja, genau. Das Eisen, was wir jetzt haben, es ist ja eine überschaubare Anzahl. Das können wir auch mal schnell eben hier hinten in die Öfen reinkloppen. Da muss ich jetzt drüben nicht die Schmelzöfen anschmeißen. Ach, hier ist ja auch noch Zeug drin. Gucken. Ah ja, schon wieder ganz vergessen, dass ich hier ja noch Stuff drin hatte. Ach komm. So, in der Zwischenzeit, ehe ich das hier alles einsortiert habe und so weiter und so fort, können wir die 5 Öfchen hier mal anfeuern. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, oder doch. Weiß ich nicht so. Hier 8 und da nochmal 8 rein. Den Rest können wir erstmal aufräumen. Wir haben jetzt hier zumindest eine überschaubare Anzahl an Rosensträuchern, an Mohn. Ja, guck mal hier, das ist nämlich alles auch schon wieder recht übervoll geworden, würde ich fast sagen. Ich würde sogar die hier mal hier unten hin machen. Die Margariten darüber. Jetzt kriege
gerät es völlig außer Kontrolle her. Die hierhin haben wir. Ah, es ist, weil eben hier auch Kakaobohnen, weißt du, die könnte ich fast sogar mal mit rüber schaffen oder eine separate Truhe machen. Melonenkerne, Kürbiskerne. Ja, weißt du. Das nimmt hier alles ganz schön überhand. Diese zwei hier, ganz ehrlich, würde ich die sogar fast mal mit durch den Schredder hauen, durch den Kompost. Diese Tulpen nämlich, die habe ich immer eingepflanzt gleich. Also ich würde die jetzt nochmal Löwenzahn, 27, na gut, dann. Hauen wir trotzdem durch den Schredder. So. Ja, das leidige Kohleproblem, da haben wir jetzt auch nicht gerade wenig wieder mitgenommen. Da ist das nämlich ja auch schon wieder, könnte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 schon wieder mal zu einem Block verarbeiten. Also besser gesagt zu 64 Blöcken, so. Um hier ein bisschen Platz zu sparen. Wahnsinn eigentlich. So, ich räume jetzt erstmal auf. Ich schätze mal, ich werde dann auch nicht mehr so urstlange machen. Es ist jetzt schon wieder 0.15 Uhr gleich, naja. Reicht ja auch. So, siehst du, die Äxte hatte ich nun doch komplett sinnlos mitgenommen. Haben wir noch? Ja, können wir noch Sand? Ja, das ist alles jetzt Beton. Da ist nämlich auch schon wieder, da ist nämlich Schluss. Brauchen wir gar keinen mehr machen. Hier ist voll. Steinknöpfe, weißt du. Oh, jetzt habe ich mir aber die Arbeit gemacht, aber jetzt kann ich die halt auch nicht mehr. Ich hab zwar oben noch Kisten und so, aber ich lege die jetzt mal mit hier dazu, ausnahmsweise. Ich wollte die jetzt nicht durch die Lava hauen, weißt du, das wäre Quatsch gewesen. Die kommen in den Kompost. Hier haben wir noch Redstone-Staub. Das kommt in den Kompost. Kommt mit hier dazu. Die Tulpen werden wir mal dekorativ noch mit verwenden. Die Erde ist voll. Da haben wir 4 Kisten damit voll. Deswegen werde ich die jetzt verbrennen. Easy. Zisch. So, das habe ich ja. Ach so, nee, Quatsch. Jetzt laufe ich fast noch. Silber einen falschen Weg hier. Ja, genau, Redstone. Ja, und so. Ach komm, machen wir noch ein bisschen. Noch ein Mehl hier, wenn wir einmal da sind. Zack. So. Okay. Haben wir immerhin dreimal. Nett. Sonst noch was? Ja, wie gesagt, die Tulpen, keine Ahnung, wo ich die... Ich könnte die natürlich überall hinpacken, aber so, dass es auch nicht gerade scheiße aussieht, weißt du? Ich habe ja vor der Kirche, habe ich ja die bunten Tulpen, die ich damals von dem Händler erworben hatte. Und da sind wir Level 70. Die hatte ich ja vor die Kirche gepackt, einfach weil es gerade gepasst hatte. Aber, ach nice, genau 64 hier, schön. Eisen, so, immerhin. Und Redstone, ja, komm. Und hier war irgendwo Farbstoff. Da kommt das noch ein Mehl erstmal mit rein. Wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht genau. Es kann auch sein, ich nehme die jetzt erstmal mit und mache das in der nächsten Folge. Weil ich jetzt erstmal aufhören würde und wir würden es jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen, die hier irgendwo hin zu drapieren. Wie gesagt, ich will dann erstmal Ende im Gelände haben hier. Und die eine Minute lohnt sich das jetzt auch voll nicht. 9. Da könnten wir nicht mal die bunten hier noch mit dazufügen. Weil so und so würde schon noch gehen. Und die anderen, weiß ich nicht, vielleicht hier einfach so ums Haus rum auch. Machen wir beim nächsten Mal. Eventuell. Zumal ja hier auch mit Sand und so könnte man auch bloß auf die Seite. Ich meine, man könnte die zwei. Ne, könnte man nicht. Gut. Hier hinstellen, sind die eigentlich auch, die sind nicht symmetrisch. Ich finde das immer ein bisschen, klar, es ist Natur und so, aber ich finde es immer ein bisschen schade, dass die nicht in einer Reihe wachsen. Es würde irgendwie so viel schöner aussehen, zumal ich ja so ein Symmetriefreak bin, wie man ja, ach, da hinten wieder Mammutbäume gewachsen ist, klar, wie man ja eigentlich nur unschwer erkennen kann auf meiner Farm, ne? Freunde, es war mir eine Ehre. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr dabei seid und ich hoffe, die Community wächst weiter, hält weiterhin so gut zusammen. Ihr lasst mal ein Like, ein Däumchen,
ein Kommi da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao mit V.